Jo, hi liebe Leute, ich grüße euch alle sehr herzlich. Ja, was mache ich hier gerade? Ich mache gerade ein... Ich mache gerade ein Video. Ich möchte ein kleines Statement abgeben und noch so ein paar andere Dinge mal ganz dringend loswerden, was mich schon so seit einiger Zeit ziemlich beschäftigt und auch sehr nervt, sowas so, ja, wie man so kennt leider in dieser Szene. Ja, so die ein oder anderen Dinge rumgehen und dazu wollte ich mich nochmal zu äußern und was dazu sagen. In erster Linie geht es hier eigentlich gerade um ein Statement, was so in vergangener Zeit, was ich ja, jemanden oder beziehungsweise eher schon fast ein ganzes Team angetan hatte. Was heißt angetan? Ich habe eigentlich nicht so vielen Leuten davon erzählt, aber denen ich das wohl erzählt habe, wo ich auch weiß, denen ich es erzählt habe, nur mal so zur Info. Ja, da ging dann wohl doch so ein bisschen rum wohl. Hat sich da was drum gesprochen, habe ich schon so gehört. Ja, weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, dass ich jetzt seit einiger Zeit jetzt wieder mit dem Patrick aus dem Team Ghost wieder im Kontakt bin und wir uns wirklich nach wie vor wunderbar verstehen. Und das ist eigentlich so, als wäre nie was gewesen zum Glück, weil mich irgendwann mein Gewissen so... so eingenommen hat, so, weil ich einfach dieses schlechte Gewissen hatte, dass ich ihm halt etwas unterstellt habe, was ich mir von einer gewissen Person, wo ich jetzt keinen Namen nennen mag, andere wissen vielleicht, welche Person ich meine und diese Person natürlich erst recht auch selber, ich da so ein paar Denkensweisen mit meiner Frau zusammen angenommen hatten, weil aus einer beschissenen Lebenssituation heraus, wo so ein bisschen auch die Psyche drunter gelitten hatte, ja, was dann so ein bisschen dann geknackst hat und ich dann ja so jemanden, ja, was unterstellt habe, so in dem Sinne. Ja, wie wahrscheinlich auch schon einige mitbekommen hatten, dass so, wann war das, vor einem Jahr circa, knapp vor über einem Jahr vielmehr, da hatten wir ja die Unterbrechung gehabt bei Paraköln mittendrin, weil wir hier einen Kellerbrand in dem Haus hatten und wir über 2 Monate nicht mehr nach Hause konnten. Und ja, da gab es natürlich dann auch noch so ein paar gewisse Dinge, die halt familiär waren, so, die einen so beschäftigt haben. Das kam dann natürlich noch dazu. Und ja, man war dann so ein bisschen depressiv und so in der Richtung. Und ja, dann hat sich dann jemand halt gemeldet und sagte, hey, bei mir hat es auch gebrannt. Da hat der Patrick mit was zu tun. Bei euch hat es auch gebrannt. Und ja, das sind so Feuerdämonen und so. Und ja, wie soll ich sagen, ja, man hat sich halt irgendwann darauf eingelassen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass diese Person es eigentlich auch wirklich lieb gemeint hatte, wollte uns wirklich helfen vom Herzen her, aber ja, irgendwann so nach einem halben Jahr Kontakt hat man dann gemerkt, so, dass diese Person sich immer wieder widersprochen hat. Und wo ich dann gesagt habe, ja, mit meiner Frau darüber geredet und gesagt haben, nee, das kann gar nicht sein. Ich habe immer wieder gesagt zu meiner Frau, hör mal, ich glaube nicht, dass der Patrick damit so, was zu tun hat. Also irgendwann mal so. Und halt immer wieder gesagt und ja, aber dann sind immer wieder so krasse Sachen passiert. Es war auch wirklich heftig, muss ich sagen. Also wir hatten ja wirklich eine Entität gehabt oder mehrere Entitäten, die uns ja richtig auf den Sack gegangen sind, wo wir teilweise gar nicht mehr wussten, was machen wir jetzt gerade. Ja, um halt einfach auf den Punkt zu kommen, ist, dass quasi durch diese Person halt erst diese Aktivitäten erst recht hier stattgefunden haben. Das haben wir im Nachhinein so herausgefunden. Wo dann halt irgendwann der Punkt war, nee, diese Person, die widerspricht sich die ganze Zeit und hab ihr dann die Meinung gesagt, da gab es auch ein bisschen Krach und so, sind quasi ein bisschen im Streit auseinandergegangen und so. Ja, im Streit auseinandergegangen. Genau, wir sind dann halt im Streit auseinandergegangen, wo ich dann halt gesagt habe, jetzt ist Feierabend so, da wollt ihr uns noch irgendein anderes Team nach Hause schicken. Dann habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das ist hier privat, das soll privat bleiben. So, ich richte mich jetzt quasi, ich erzähle es jetzt quasi trotzdem gerade öffentlich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und da habe ich daraufhin gesagt, so ist. Existiert absoluten Kontaktsperre, also sprich sich medial hier irgendwie in unserer Wohnung, wohnlichen Räume reinzufühlen oder sonstige Geschichten, habe ich gesagt, das ist absolut tabu. Also haben wir viel mehr gesagt und sehe da, von jetzt auf gleich,
Es hat einfach aufgehört. Also man erschafft sich quasi die Dinge, woran man glaubt. Kann man so gesehen sagen. Also ich würde eher sagen, dass diese Person irgendwie selber, tut mir leid, sagen muss, ja, nicht so gerade unbedingt immer positive Entitäten wohl um sich herum hat. Ja, das ist so viel unsere Meinung jedenfalls. Durch diese Person habe ich halt den Patrick ziemlich, habe ihm das vorgeworfen, habe gesagt, ey, das und das und jenes, du bist doch schuld. Und heute kann ich mir eigentlich so an den Kopf fassen und sagen, Alter, du hast einen an der Murmel. Und ich wollte mich unbedingt bei ihm entschuldigen, habe das dann getan. Und mir war das so wichtig, dass er meine Entschuldigung annimmt. Das hat er dann getan. Wir kamen halt ins Gespräch und wir sind jetzt wieder richtig dicke miteinander. Ja, und wie das dann so ist, hatten wir darüber geredet, so dass ich dann halt dieses Statement-Video halt mal hier gebe, um halt die Leute ein bisschen aufzuklären, um halt wieder klar Schiff zu machen, um halt allen mitzuteilen, nein, das Team Ghost oder beziehungsweise der Patrick hat damit rein gar nichts zu tun gehabt. Das ist absoluter Schwachsinn gewesen. So, und wie das dann so ist, man versteht sich und man redet viel und dann hört man so Geschichten so von gewissen Leuten, die immer so vorne rum einen so oft gut tun. Das kommen wir nämlich gerade auf ein anderes Thema. Ja, das schwirrt mir auch schon lange in der Seele rum. Ja, da gibt es so gewisse Leute, die auf einmal so ein bisschen rum erzählen aus dem Nähkästchen und ich so das Gefühl habe, dass es auf einmal ziemlich still um einen herum geworden ist, ganz komischerweise. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Hört einfach die Scheiße auf. Ja, ihr wisst ganz genau, wen ich meine. Und hör auf mit deinen Scheiß lächerlichen Spruchbilder in deinem Status, weißt du, bei WhatsApp, so, nur weil du irgendwas gelesen hast, was irgendwie, ja, nicht gerade jetzt so positiv ausgefallen ist, weil die Jenny sich einfach nicht wohlgefühlt hat bei euch, so, und da kommt dann direkt so ein Spruchbild wieder rein, das geht schon übrigens seit Monaten so, immer wieder kommen dann so Bilder rein und dann, wenn ich drauf scheiße, so, dann kommt dann auch nichts. Einfach lächerlich. Hätte ich niemals gedacht von dir, dann vorher vor allem die Schwestern noch ins Boot zu holen und so, die Freundin so, ja, da ist auf jeden Fall der Glatzenmann dran schuld gewesen und dies und das, auch auf jeden Fall der Glatzenmann, da könnte schon zum Patrick passen, ne? Und hintenrum sagen, nein, wir haben da nicht dran geglaubt, so, wir haben von Anfang an gesagt, so, du warst das, du bist das nicht schuld und so, ey, Leute, Mann, ich will keinen Namen nennen, so, werde ich auch nicht, aber, ey, lasst es doch einfach sein, ne? Und dann gibt es wiederum so Personen, so ganz gewisse, die vor allen Dingen, ja, da gibt es so ganz spezielle Leute, überall wo Stress in der Szene ist, muss derjenige direkt dabei sein. Da gibt es so einige Spezialisten, sage ich mal, in der Szene so und viele werden wohl wissen, welche es da wohl gibt und da gibt es dann halt diese Spezialisten, ja. Ey Mann, ich weiß nicht, ja, wo Paraköln gerade ganz neu war, so, wo weiß nicht, da hatten wir 300-400 Abonnenten. Da kamen so viele Leute, einen in den Arsch gekrochen, von den Leuten hört man auf einmal gar nichts mehr. Ich frag mich, warum? Warum melden sich die ganzen Teams auf einmal nicht mehr? Wundert mich auf einmal, weil alle wollten was mit Paraköln unternehmen und ja, auf einmal halt gar nicht mehr so. Schon komisch, ich finde es, naja, aber soll mir auch egal sein, weil ich scheiß drauf, so ehrlich gesagt, so, weil ich muss nicht jedem hinterherrennen, ehrlich gesagt. Ja, und jetzt nochmal zu diesen Spezialisten zurück, ne, so, die halt, wo wir hier so 300-400 Abonnenten haben. Ja, lass doch mal was machen, dies, das, da komm ich hier nach Köln und dies und das und da machen, starten wir eine PU zusammen, so, und pipapo, was irgendwie nie daraus geworden ist, so, ist mir aber auch, so im Nachhinein, ehrlich gesagt, auch kackegal, so bin ich eigentlich ganz froh drum, dass die dazugekommen ist, ganz ehrlich, so. Weißt du, das sind dann so Leute, so, weißt du, die dann vorne rum, so, weißt du, sich auf, ich bin es und keine Ahnung, hier, der Act the Max, so, weißt du, nach dem Motto, so, holen sich Abonnenten, weißt du, weil man über größere Teams so irgendwelche Aufträge annimmt und sind auf einmal stolz, obwohl die, keine Ahnung, seitdem ich Paraköln gestartet habe, auf ihren 700 Abonnenten hingen. Das ist übrigens Produktion schon ganz schön traurig und warum ich gerade so provoziere, fragst du dich, ne? Man überleg mal, was du so von dir gelassen hast über uns. Alter, du kennst sogar meine Mutti, Alter. Und redest so über mich, Alter. Du solltest dich schämen, Alter. Ganz ehrlich. Du brauchst auch nie wieder bei mir melden. Du brauchst auch gar nicht nach diesem Video melden. Ey, lösch mich einfach, block mich in Facebook, block mich überall. Ich hab keinen Bock mehr auf euch abgefuckt. Also, ihr fuckt mich alle voll ab, so.
Was soll denn der Scheiß, ey? Ihr labert rum so von wegen, ey, du kriegst mir in den Arsch rein, willst mit mir mal was machen? Oh, ah, ja, Heiko, oh, ja, hier, so, ne, Paraköln und keine Ahnung, so. Alter, soll ich es wirklich sagen? Ja, ich sag's wirklich. Weißt du, was diese Person von sich gelassen hat, Alter? Wir wollen doch nur Geld damit verdienen, was wir hier machen, so. Die sind doch nur Hartz-IV-Empfänger, Alter. Alter, du hast uns als Harzer abgestempelt und wollen damit nur Geld verdienen, weißt du, und uns damit ein schönes Leben so machen, weißt du, hier Eier schaukeln und so. Ey, Alter, geht's noch? Du kennst mich gar nicht. Du kannst gar nicht über mich reden, Alter. Du solltest dich schämen, Alter. Du kennst meine Mutti und redest so über mich, Alter. Ganz, 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 ganz arm, ey. Wirklich, ganz, ganz arm. Eigentlich wollte ich das Video gar nicht so hart kommen lassen, aber ich, komm da gerade so ein bisschen in Wallung und, ey, Leute, fasst euch doch alle mal an eure eigene Nase, macht euer eigenes Ding, hängt euch nicht alle an anderen Teams dran, so, ey, ja, wir, euch hat kein Erfolg und so, ja, schieß mich mit einem anderen Team zusammen, was auch keinen Erfolg hat, so, meint ihr, dann habt ihr Erfolg, zwei erfolglose Teams, so, die auf einmal Erfolg haben? Nee, 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 so läuft das nicht. Wird schon seine Gründe haben, ne, also, es gibt halt leider ganz, ganz viele Teams, so, ich weiß nicht, also ich gucke die eigentlich gar nicht an, aber wenn ich da mal reingucke, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ey, so stinklangweilig. Und da wundert ihr euch so, weißt du, dass bei euch nichts geht, so, mit eurem Stock im Arsch bei der PU und so. Ey, und dann, ja, genau, das war ja noch das Beste so, und dann wird ja gesagt, ja, hier, ne, wo war das Wanderschein, ne, damals, wo ich hier so ein Weinchen angeboten bekommen hat, ne, so ein Stückchen Met, so, war so ein Dreiviertelbecherchen, so. Ja, hatte gute Laune gehabt, so. Ja, hab minimal was gehabt, so. Hab mich ein bisschen die Laune angesteigert, so. Und war einfach lustig drauf. Hab mich einfach so gehen lassen, wie ich war. Hab meine Anmoderation gemacht mit meinem Team, mit meinem Ex-Team. Und dann wird da rum erzählt, so, voll der Alki und so, voll respektlos gegenüber den Seelen und so und bla bla bla. Und pipapo, ne, wie kann man nur und so. Und dann, wo wir telefoniert haben, Alter, sagst du zu mir, ja, fand ich aber jetzt gar nicht so gut, ne? So mit dem Alkohol, das hätte ja nicht sein müssen, so, ne? Also, das wollte ich ja nochmal so gesagt haben und pipapo. Und hintenrum kommst du so weiß, erzählst du eine Scheiße rum, Alter, ey. Mann, 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 ihr seid so erbärmlich, Alter, weißt du? Überall anknüpfen, weißt du, wo man sieht, ah, das Team könnte Erfolg haben. Oder, what the fuck, ey, ist mir scheißegal, ey. Und, ach ja. Ich will gar nicht wissen, so heute, ne, so wie so meine, so wie also die POs so laufen, so, ne, wir haben viel Spaß über der Untersuchung, so, es gibt noch was zu lachen, wir sind authentisch, so, was viele Zuschauer nutzen und einige kleine Fangruppierungen, die sich schon ein bisschen gebildet hat, so, die feiern das so, weißt du, wir sind authentisch, wir geben uns hin, so, warum soll ich mir das Lachen verkneifen, wenn etwas Lustiges während einer Untersuchung passiert? Wenn was zu lachen gibt, dann gibt's was zu lachen so. Und ich sehe jetzt schon die Szene im Hintergrund so, ah, guck dir die mal, die nehmen das gar nicht alles ernst, weil die machen nur Spaß und Scheiße und keine Ahnung was. Soll ich mal was sagen? Ja, wir haben unseren Spaß bei der PU, ne? Aber die Untersuchungen nehmen wir wirklich ernst. Und jetzt überlegt mal, die ganzen Seelchen, die unter uns schwören, meint ihr wirklich, die wissen nicht, was Spaß ist so? Die haben auch mal gelebt, vergesst das mal nicht, ne? Nur so zur Info. Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich höre mal lieber auf, so, weil sonst übertreibe ich es gleich noch. Jedenfalls entschuldige ich mich von tiefstem Herzen an das ganze Team von Ghosts, an alle einzelnen Mitgliedern und alle neuen, die dazugekommen sind. Ja, ich habe Fehler gemacht, das habe ich eingesehen und damit ist das Statement beendet besser und ich verabschiede mich einfach mal. Ich sage einfach mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und vergesst das Kommentieren nicht, Leute. Jetzt auf jeden Fall kommentieren. Jetzt geht es auf jeden Fall ab hier. Ciao, ciao.